Das hat so gut geschmeckt, sensationell. Fast so gut wie bei Mutti, dass du das mit dem Haushaltsgeld hinbekommst. So was Leckeres machen kannst, also ich bin immer wieder begeistert von dir, Miriam. Das ist schön. Jetzt kommt der Nachtisch. Ja, super. Nachtisch ist immer lecker, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin für die Figur. Ich meine, du kannst dir das ja leisten. Ich liebe süße Sachen, ne? Ja. Umso mehr, umso besser. Ach, denn ist das nicht dieser leckere Nachtisch, der abgelaufene? Ja. Oh, das ist nicht schlimm, dass der abgelaufen ist. Den kann man noch essen. Ich hoffe, es schmeckt euch. Ach, bestimmt. Aber du, Nadine, ich sag mal, im Restaurant zahlst du gut und gerne 15 Euro für so ein leckeres Mahl. Ja, und da ist noch sogar kein Getränk mit bei. Mit 5 Euro bist du hier bei uns dabei. Andreas, du hast echt Humor. Ich bin baff. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Schatz, mach mal eine Ausnahme. Was ist jetzt okay? Meint er das ernst? Bitte. Was meint er denn jetzt mit Humor? Das war schon mein Ernst, klar. Ich meine, wir wollen das jetzt hier nicht einreißen lassen, dass die hier andauernd irgendwelche Leute zum Essen vorbeikommen. Von daher, 5 Euro, finde ich, ist mehr als fair. Das ist es schließlich für die Haushaltskasse. Also ganz ehrlich, wir hatten zwar bis eben noch einen echt super Abend, aber Nadine, das ist nicht so gemein. Nein, ich lasse das überhaupt nicht gut sein. Es kommen ganz viele Leute und wollen bei uns mitessen. Und so haben sie was dazu beigetragen. Es ist nicht zu glauben. Andreas hat einen wirklich guten Job. Der Mann geht nicht unter 3.000 Euro netto nach Hause. Und vor diesem Hintergrund geht es überhaupt nicht, nach dem Essen Geld von einem Gast zu verlangen, den die eigene Ehefrau selbst eingeladen hat. Hier wird Nadine von Andreas ganz klar erniedrigt. Und deshalb ist an Nadines Reaktion auch überhaupt nichts auszusetzen. Natürlich hat sie von Miriam erwartet, dass sie sich gegen ihren Mann durchsetzt. Aber die Machtverhältnisse in dieser Ehe sind so klar verteilt, dass Miriam sich einfach nicht traut, was zu sagen. Hier sind die 5 Euro. Alles klar. Miriam, Nadine, er hat's nicht so gemeint. Das war's für dich heute. Hand aufs Herz und sei mal ehrlich zu dir selber. Ist das das, was du wolltest? Ist das das, was dich glücklich macht? Ich wage es zu bezweifeln. Bitte. Nee, komm, bleib sitzen. Passt. Ich finde den Weg zur Tür. Ich war oft genug hier. Einen guten euch noch. Ich gehe jetzt für 15 Euro essen. Alleine. Einen guten. Hm? Wieso? Tschüss. Ich dachte, es hatte so gut geschmeckt. Ja. Ich kann halt nicht genug bekommen. Das hast du jetzt echt toll gemacht. Was hast du denn für eine Freundin? Weißt du, erst isst sie hier mit und jetzt will sie noch mal essen gehen? Verstehe ich nicht. Eine Woche später. Heute ist Miriams erster Arbeitstag. Die 25-Jährige kann endlich ihr eigenes Geld verdienen. Doch da hat sie die Rechnung ohne Andreas gemacht. Hey, Schatz. Hi. Ich habe mein Mittagessen vergessen und da ist irgendwie ein Paket für dich abgegeben worden. Hast du irgendwas gekauft oder was? Nö, ich habe bei einem Gewinnspiel wahrscheinlich mitgemacht. Da habe ich sicher irgendwas gewonnen. Okay, mach doch mal auf, lass mal reingucken. Na, es werden wahrscheinlich irgendwelche Handtücher sein, die ich da gewonnen habe. Und so viel duschen tun wir auch nicht, oder? Nee, stimmt, das ist auch billiger, wenn man nicht so oft duscht. Na, also. Sag mal, wo willst du überhaupt hin? Einkaufen? Du musst dann aber jetzt auch. Einkaufen, deswegen hast du es so eilig, oder was? Ja, ich muss jetzt. Sag mal, Miriam, hintergehst du mich? Belügst du mich? Triffst du dich etwa mit einem anderen Mann? Nein, ich wollte einfach ein bisschen arbeiten gehen, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Arbeiten gehen? Miriam, wir haben doch besprochen, dass du nicht arbeiten gehst. Na, wir haben nicht drüber gesprochen, du hast das für dich entschieden und... Du rufst ja jetzt sofort an und kündigst. Du hast doch gesagt, dass du so glücklich bist und dass du dir das alles wünschst mit Familie und Kinder kriegen und alles. Und jetzt fällst du mir in den Rücken und willst arbeiten gehen. Das ist doch auch so, aber ich würde einfach nur bitte gern ein bisschen arbeiten gehen. Mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Mutti hat mir gesagt, dass ihre Freundin Rosi Holtmann jemanden sucht, der für sie einkaufen geht. Sie bezahlt ganze 5 Euro für jeden Einkauf. Was hältst du davon? Mach das doch einfach mal. Ja. Ich meine, überleg mal. Du gehst einkaufen, gibst Geld aus und bekommst auch noch Geld dafür. Ich meine, das ist auch wie ein Sechser im Lotto, oder nicht? Bimmel da nachher mal und sprich mal mit ihr, okay? Ja. Ich muss los. Bis dann. Tschüss. Miriam ist verzweifelt. Doch es kommt noch dicker für die 25-Jährige. Freundin Nadine ist ihre letzte Rettung. Ja, tut mir leid. Komm mal her. Du bist und bleibst meine beste Freundin. Und dein Mann. Und wenn er dich noch dreimal heiratet, wird daran nichts ändern, okay? Ja. Okay. Was machst du eigentlich hier? Du hast doch heute deinen ersten Arbeitstag. Andreas ist dahinter gekommen und deswegen musste ich kündigen. Und
Er war richtig sauer. Das heißt, du hast jetzt den zweiten Job innerhalb kürzester Zeit von deinem Mann Madik machen lassen. Ich weiß, aber pass mal auf. Hier, ich habe die Rechnung vom Versandhandel gekriegt. Ja, klar. Sie nehmen es nicht zurück. Wie, die nehmen es nicht zurück? Die haben doch noch nie so ein Theater gemacht wegen einer Rückgabe. Meinst du, du kannst mir die 1250 Euro leihen? Weil, war ja auch deine Idee. Ich verdiene vielleicht gerade mal sowas um den Dreh. Ich kann dir das nicht geben. Aber du hast gesagt, dass es funktioniert. Ja, frag doch mal deinen tollen Prinzen, ne? Du bist ja so glücklich in deiner Ehe, der hilft dir bestimmt da raus. Weißt du was? Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit so einer Freundin wie dir überhaupt noch soll. Warte mal, Miri, der Unterschied zwischen mir und deinem Mann ist, ich kann dir nicht helfen, dein Mann will dir nicht helfen. Miriam steht unter enormem Druck. Sie hat 1460 Euro Schulden und kein Geld, um diese zurückzuzahlen. Die 25-Jährige sieht nur noch einen Ausweg. Sie muss bei Andreas die Karten auf den Tisch legen. Du Schatz. Ja? Was machst du denn schon so früh zu Hause? Wir wollten doch eigentlich heute Abend die Liste durchgehen, ja, den Einkaufskram. Und nur hat Mutti sich gemeldet, dass ich heute Abend bei ihr vorbeikommen soll. Und das dachte ich mir, dass wir es vielleicht eben zusammen durchgehen. Ja klar, machen wir schnell. Okay. Und mal gucken. Ich hätte da noch eine Rechnung. Blumen? Wofür denn Blumen? Ja, für deine Mama. Ach ja, die Blumen für Mama, stimmt. Aber die Rechnung. Tomaten. Ja. Habe ich nicht gesagt, dass du die Tomaten bei Schmidt holen sollst, dass du da drüben bimmelst? Ja. Nicht hier beim Supermarkt kaufen. Nächstes Mal bitte dran denken. 31,15 Euro müssen ja über sein. Euro? Da fehlen 3,10 Euro. Wo sind die? Muss ich wohl irgendwas vergessen haben aufzuschreiben. Es tut mir leid. Wie vergessen haben aufzuschreiben? Also, ja, weißt du, wenn ich so meine Bücher auf Arbeit regeln würde, ne, dann würde das so sein, dass ich demnächst die Kündigung kriege. Wenn du für Frau Holtmann jetzt auch so die Einkäufe machst und irgendwas nicht mit aufschreibst, das ist total peinlich nachher für mich. Ja, es tut mir ja leid. Ja, achte da bitte besser drauf. Ja, kommt nicht mehr vor. Alles klar, ich muss jetzt auch los. Ja, aber ich hätte noch eine Rechnung mit dir zu... Bis später, tschüss. Eine Stunde später. Miriam hat die Einkäufe für ihre alte Nachbarin erledigt. Doch ihre finanzielle Lage ist nach wie vor kritisch. Sie braucht dringend Geld. Koste es, was es wolle. So, kann ich mir das bitte aufstellen? Ja, klar. Das ist fürs Besorgen. Dankeschön. Und ich habe die Quittung dabei. Ich habe 18,33 Euro für Sie ausgelegt. Ja, ist gut. Da würde ich Sie bitten, dass Sie sich aus der Geldbörse bedienen. Weil meine Augen sind auch nicht mehr so gut. Man wird ja nicht jünger, gell? Kein Problem. Dann fange ich zum Einräumen dabei ein. Ja. Ich habe die Rechnung vom Versandhandel gekriegt. Sie nehmen es nicht zurück. Ich hab's dann auch. Ich muss auch wieder los jetzt, ne? Aha. Wenn Sie noch mal was brauchen, können Sie sich jederzeit bei mir melden, ne? Würde auf Sie zurückkommen, gell? Okay. Wiederschauen. Das geht natürlich gar nicht. Sie hat die alte Frau eiskalt bestohlen. 250 Euro abzüglich dessen, was sie für den Einkauf ausgelegt hatte, also rund 230 Euro. Das wird Frau Holtmann doch früher oder später auffallen. Und wenn ihr klar ist, dass Miriam das Geld genommen hat, wird sie es sich zurückholen wollen oder noch schlimmer Anzeige erstatten. Am Nachmittag. Miriam hat trotz des Diebstahls bei ihrer Nachbarin immer noch nicht genug Geld zusammen. Doch auf die 25-Jährige wartet eine unangenehme Überraschung. Frau Holtmann, habe ich irgendwas vergessen? Fragen Sie nicht so dumm, Sie haben mich bestohlen. Sie haben mir 231,67 Euro zu viel aus meiner Geldbörse genommen. Glauben Sie, ich bin so dumm und alt und weiß nicht, was ich in meiner Geldbörse hatte? Das muss ein Irrtum sein, Frau Holtmann. Nein, nein, Sie... Das ist kein Irrtum, das ist Tatsache. Miriam, mit wem redest du? Schatz, erzähl ich dir später, okay? Ah, ich könnte gleich mal Ihrem Mann Bescheid sagen, damit er weiß, was er für daheim hat, für eine Frau. Bitte nicht, ich gebe Ihnen das Geld zurück und schwamm drüber, okay? Ein Moment einmal, nicht schwamm drüber. Sie zahlen noch 200 Euro drauf. Wissen Sie warum? Dann behalte ich das kleine Geheimnis für mich. Sie wissen genau, Sie müssen bestraft werden. Dann sehe ich das nicht ein. Sonst müsste ich nämlich der Polizei Bescheid sagen. Und auch Ihre Schwiegermutter über Sie aufklären. Nein, nein, nein. Ich bringe Ihnen morgen das Geld. Ja, da warte ich aber drauf. Da warte ich aber drauf. Das glauben Sie mir.
Schatz, was ist denn los? Hallo? Ich hab Scheiße gebaut. Wieso, was ist denn los? Ich hab hier eine Rechnung von 1250 Euro und ich kann es nicht mehr zurückschicken, weil sie nehmen es nicht mehr zurück. 1250 Euro? Sag mal, bist du wahnsinnig? Willst du uns ruinieren oder was? Dann habe ich bei Frau Holtmann ein bisschen mehr Geld aus dem Geldbeutel rausgenommen. Das hat sie gemerkt und jetzt will sie 200 Euro Strafe von mir haben. Du hast was getan? Du hast die Freundin von Mama bestohlen? Das ist ja fast ein Scheidungsgrund! Es tut mir leid. Bitte, Andreas, du musst mir helfen. Also gut. Ich werde dir die 1450 Euro leihen. Aber du wirst mir jeden Cent zurückzahlen. Wie soll ich das denn machen? Du hast gesagt zu mir, ich soll nicht arbeiten gehen. Und so habe ich kein Geld. Okay, dann wirst du Mama im Haushalt helfen und wirst bei Mama putzen, einkaufen und alles, was dazugehört. Und ich zahle dir 2,50 Euro. 2,50 Euro? Ja, und das ziehe ich dir die Stunde ab von deinen Schulden, die du mir noch geben musst. Ich gehe jetzt runter zu Rosi und blech die 200 Mücken bei ihr ab. Und dann gehe ich zu Mama und mache mit ihr einen Plan, wann du zu ihr kommst zum Putzen und solche Geschichten. Statt seine Frau zumindest ein bisschen zu trösten, überlegt Andreas sofort, wie er aus der Situation Profit schlagen kann. Anders kann man das ja nicht nennen, wenn er seine Frau für einen Hungerlohn bei seiner Mutter arbeiten lassen will. Also das ist echt eine Frechheit. 2 Stunden später. Miriam ist komplett pleite. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Freundin Nadine. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr so weiterleben. Er will von mir 580 Stunden, dass ich putzen gehe. Für die 1450 Euro, die ich ihm schulde. Da schießt wirklich ein Obervogel nach dem nächsten ab, oder? Ich will meinen eigenen Job haben. Ich will mein eigenes Geld verdienen. Wenn du wirklich bereit bist, 200% zu geben und wirklich was aktuell jetzt an dieser Situation zu ändern, die Vergangenheit hinter dir zu lassen, dann bin ich gerne noch mal bereit, dich entsprechend auch zu unterstützen, dass du oder wir das dann für dich zusammen schaffen. Ich verspreche dir das hoch und heilig. Ja. Tu uns beiden auch unserer Freundschaft den Gefallen, okay? Es gibt nichts, Miriam fackelt nicht lange. Sie verlässt Geiz als Andreas und will ihre Schulden eigenständig in Angriff nehmen. Hallo Miriam, ich bin zu Hause. Hallo. Sag mal, hast du zufällig meine Brille gesehen? Ich suche die seit heute Morgen. Ja, die liegt seit ganze Zeit schon da. Ach da. Du, ich habe hier was mitgebracht. Das musst du dir unbedingt mal anschauen. Ich meine, damit sind wir beide definitiv ganz vorne an. 22 clevere Tipps. Da können wir noch mehr sparen am Ende des Monats. Was hältst du davon, wenn wir uns das mal gemeinsam durchlesen? Ja, super. Kannst du auswendig lernen. Vielleicht bleibt dir da ein bisschen mehr übrig zu Hause, ne? Wieso? Was ist denn los? Miriam. Ich nehme deine Frau heute mit. Weißt du, ich muss raus hier und... Was heißt hier, du musst raus? Verlässt du mich jetzt etwa, ja, oder was? Ich gehe, ich verlasse dich. Ich kann das nicht mehr, weißt du? Und hier die Klamotten von deiner Mama, die kannst du dir postwendend zurückgeben. Miriam, das kannst du doch nicht machen. Du bist doch meine Frau, hallo? Andreas, deine Frau, richtig. Nicht dein billiger Hilfssklave für deine Mutter. Also akzeptier es, sie ist nicht mehr deine Frau. Bist du jetzt ihr Sprachrohr oder was? Aber weißt du was, wenn du meinst, dass du mit deiner Freundin jetzt hier abzischen musst, ne? Dann krieg ich erstmal die 200 Euro Schweigegeld an Rosi von dir wieder. Pass auf, ich gebe dir die 200 Euro, liebend gern. Und du packst deine Tasche und wir gehen. Du hast jetzt hier den Plan, oder was? Ja, yep, hab ich. Weißt du was? Ich hab gedacht, wenn ich dich heirate, bin ich die glücklichste Ehefrau, die es gibt. Aber so unglücklich wie in dieser Ehe mit dir war ich noch nicht mal im Kinderheim. So, aus dem Weg jetzt, ich gehe. Wo willst du denn hin? Komm. Kannst doch gar nicht ohne mich. Lass sein, Andreas. Bringt nichts. Ja, geht man. Lass gut sein. Haut mal ab. Komm. Ich werde das alles Mutti sagen. Ja, mach mal. Die wird sich freuen. Ja. Miriam hat die richtige Entscheidung getroffen, indem sie sich von Andreas getrennt hat. Auch wenn man sich noch so sehr nach einem Partner sehnt und nach einer eigenen Familie. Keine Beziehung ist es wert, dass man sich von seinem Partner derart fremdbestimmen lässt. Ein Hoch auf uns. Eine Woche später.
Nach der Blitztrennung hat Miriam den Job, den sie kurzfristig ablehnen musste, doch noch antreten können. Von Sparfuchs Andreas hat sie seitdem nichts mehr gehört. Jetzt mal im Ernst, habe ich das richtig verstanden? Ich krieg 700 Euro Unterhalt? Ja, ja, aber jeden Monat, bis die Scheidung durch ist und jetzt kommt die Oberkrönung, das wird auf dein Gehalt nicht angerechnet. Das heißt, du hast sie komplett zur freien Verfügung, bis die Scheidung endgültig durch ist. Das ist ja mega. Dann kann ich langsam die Schulden bei dir zurückzahlen und vom Versandhandel auch noch. Und dann habe ich irgendwann okay, alles und weil du meine beste Freundin bist, tust du mir jetzt einen Gefallen. Du machst dir um das Geld mal ausnahmsweise keine Sorgen. Wohnst erstmal bei mir, kommst wieder auf den grünen Zweig und wir sind einfach froh und feiern, dass wir in Andreas los sind, dass ich meine alte beste Freundin wieder habe. Für Ehemänner, die wie Andreas deutlich mehr verdienen als ihre Frauen, kann eine Scheidung selbst bei kurzer Ehedauer ein teurer Spaß werden. Miriam hat nicht nur Anspruch auf angemessenen Trennungsunterhalt bis zur Scheidung, sondern auch alles, was in diesem Jahr bis zur Zustellung des Scheidungsantrages noch gespart wird, wird geteilt. Ich bin so happy, dich als Freundin zu haben und danke, dass ich einen Moment bei dir wohnen darf. Und weißt du was? Zur Feier des Tages lade ich dich jetzt mal ein auf einen Kaffee und einen Kuchen. Und danach gehen wir zum Friseur. Weil schneiden, Farbe und Geld ausgeben. Ich nehme Farbe ins Leben auf jeden Fall. Gegen Geld ausgeben. Das ist lieb.